In Brüssel hat die Polizei Wasserwerfer eingesetzt, um eine Menschenmenge aufzulösen, die sich in einem Park versammelt hatte. Einen via Facebook verbreiteten, offensichtlichen Aprilscherz nutzten Tausende, um sich für eine angebliche Riesenparty zu versammeln. Die Stimmung kippte, als die Polizei zu räumen versuchte. Gegenstände wurden geworfen, die Situation eskalierte, ein tiefsitzender Lockdown-Frust brach sich Bahn. Seit Anfang November gelten in Belgien eine Maskenpflicht im Freien, nächtliche Ausgangssperren, Restaurants und Kneipen sind dicht. Selbst die sonst beliebten Touristenattraktionen liegen brach. Ich denke, es ist einfach traurig. Alles sollte voller Leben sein und die Leute hätten sich auf den Frühling freuen sollen. Es ist eine traurige Zeit, gerade wenn man die geschlossenen Geschäfte und Restaurants sieht. Es gibt keine Freiheit mehr. Viele Leute haben die Schnauze voll. Ein belgisches Gericht hatte am Mittwoch entschieden, dass die Regierung entweder alle Coronavirus-Maßnahmen innerhalb von 30 Tagen aufheben oder in ordnungsgemäße Gesetzesform bringen muss.